Oh, das ist ja ein schönes Projekt. Klimaanpassung. Bei dem linken, bei diesem hier, sind die Solarzellen nach Süden ausgerichtet und bei diesem gerade gegenüber nach Norden. So im Winkel ungefähr von 30 Grad, damit der Regen die Module sauber wäscht. Ne? Das sieht man jetzt hier nicht. Ne? Im Hintergrund schaut Goethe zu. Und hier bei diesem sind die Solarmodule in diese Richtung ausgerichtet. Man sieht also bei dieser Beleuchtung jetzt kommt nur das diffuse Licht zum Tragen. Da bringen die Module maximal 10% der Standardleistung. Aber in der Summe sind die Schwachlichterträge im Jahr ist der größte Anteil. Das heißt, hier in Deutschland lohnt sich keine Nachführung von Solarmodulen, weil die Nachführung, die immer schwenkt, immer noch mehr Energie dann verbraucht. Weil wenn die Sonne, wenn es bewölkter Himmel ist, dann ist das Ding nur noch am Wedeln, die Nachführung. Hier sind meine Windradgeschichten. Könnte jetzt hier noch mal was vorlesen, ein bisschen. Kühlung. Bäume, grüne Hinterhöfe, Grünanlagen und Parks produzieren tagsüber Schatten sowie Verdunstungskühle und Nachtkaltluft. Sie wirken dem Hitzestress an heißen Sommertagen entgegen. Sturzflut. Grünanlagen können bei Starkregenereignissen als Überflutungsflächen dienen. Außerdem speichern Grünanlagen auf Dachbegrünungen Regenwasser. Große Bäume spenden tiefen Schatten und erhöhen die Luftfeuchtigkeit. So findet sich ein kühler Ort vor der eigenen Haustür. Gut, das kann man ja dann selber nachlesen, wenn man das Video mal stoppt. Ne? Dann bedanke ich mich jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit. Hier ist die Commerzbank. Da ist Goethe. Und dort hinten ist das Gutenberg-Denkmal. Der Gutenbergplatz, könnte man sagen. Heißt aber anders. Der heißt Bossmarkt. So, hier Einhornapotheke, alles da. Und hier geht's zur Börse. So, nochmal danke für die Aufmerksamkeit. Mein Facebook-Auftritt bei Wolfgang Martin und bei YouTube gibt es den Kanal Energieeffiziente Transportsysteme. Dort wird dieses Video auch seinen Platz finden.